Und sicher jetzt herzlich willkommen wieder bei SinneSwiss. Heute wieder mit der Hausaufgabe und ich hoffe, es haben auch wirklich alle gelernt. Ja. Mit dem sicher. Spike. Hey, ciao zusammen. Und Herr Alex. Sie, Signor. Genau, und heute geht es um Source Code. Film von 2011. 7,5 auf IMDb, also so schlecht kann er nicht sein. Da kommen wir noch dazu. Regie Duncan Jones. Hat nicht so viele Filme gemacht bis jetzt. Also sechs Stück habe ich jetzt gefunden über ihn. Unter anderem Source Code, Moon, den er vorher gemacht hat, wo man könnte kennen. Und Warcraft, der Beginning. Wahrscheinlich gibt es jetzt viele Nerds, die finden, genau, das kenne ich. Da hat der Abstieg angefangen. Und Mute, wo so ein bisschen in die Genre geht, wo ich eigentlich toll finde, aber ich habe dann noch nicht geschaut. Sagt man auch nicht. Wahrscheinlich so, glaube deutsche Co-Pro. Ich weiß nicht, es geht auch um Berlin, halt so ein bisschen um Cyberpunk-Sachen. Okay. Und jedenfalls, er hat Regie geführt. Aber von wem ist er der Sohn? Von seinem Vater. Weißt du? Duncan Jones. David Bowie. Ja, genau. Mit dem haben wir es schon mal gehabt. Und ich habe wegen dem heute extra David Bowie Socken an. Ach so. Ist wirklich so. Kannst du das mal unseren Zuschauern zeigen? Ja, oder natürlich. Achtung! Irgendwie stimmlich so. Ja, sie sind schwarz und haben tatsächlich silbrige so Pfeil drauf. So wie man es von ihm kennt, von Saladin Sane. Einfach über das Gesicht, anstatt über das Gesicht, hier über die Socken. Ja, man kann sich das wirklich schlecht vorstellen. Sigi Star, das ist unser Feiz. Vielleicht, wenn wir hier Werbung machen dafür auf Insta, dann ich noch ein Foto an den Socken posten. Ja, sehen Sack stark aus. Ja, danke schön. Weißt du, was ich mache? Ja, also nur Zocken, gell? Ja, das ist mir schon klar. Genau. Drehbuch ist Ben Ripley und Species 3. Von wem ist er der Sohn? Zu Ripley. Von der Ellen Ripley. Oh, ja. Darum Species 3 mit dem Alien. Natürlich. Der schlechteste ist von der Reihe und das mit Abstand. Wurde dann immer erzählt, was sie erlebt hat. Dann so, ich schreibe jetzt ein Buch darüber. Mega cool. Schwach. Scheiße. Er hat gescheiter Ghostbusters gemacht. Was? Ja, Sigourney Weaver. Okay, stimmt. Source Code. Source Code. Ja, Source Code immer. Wie geht's? Hauptdarsteller Jack Gyllenhaal. Also er spielt der Colton Stevens, Soldat. Oh, Brokeback Mountain, Today After Tomorrow, Life und Prisoner, würdest du sagen? Prisoner und natürlich... Donnie Darko. Dass er nicht mit Donnie Darko anfangen. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Also. Und für mich Night Stalker natürlich. Night Stalker? Jarhead hat mir auch noch gut gefallen. Auch gut, ja. Auch okay. Ja. Michelle Monaghan spielt Christina Warren. Die Burn-Verschwörung, Mrs. Swiss. Ah, das ist sie Love Interest quasi im Zug. Ja, so also ein bisschen Psychic. Wo, okay, ja. Okay, stimmt. Genau. Das kennt man zum Beispiel auch noch aus Pixels. Genau. Mission Impossible 3. Was? Pixels? Pixels. Adam Sandler-Film, wo sie gegen das Videospiel, also das 80er-Videospiel Aliens mit kämpfen. Ja, sie das spielt auch, du, wie der Kaiser wie Game of Thrones, du. Der Drawer, der kleine. Du. Peter Dinklage. Der Schauspieler meinst du? Ja, Peter Dinklage, der Tyrion Lannister. Tyrion, genau. Ja, spielt mit. Sag stark. Das ist, glaube ich, so, dass du. Ja, der Score halt im Pac-Man spielt oder irgendwas. Ja, ja. Er ist so der Arschloch-Gamer. Okay. Ja, dann haben wir noch die Vera Farmiga als Colin Goodwin, Department, Conjuring 1 und 2, Godzilla 2 jetzt haben wir gespielt. Stimmt, und Bates Motel. Bates, genau. Ja. Die Serie, die übrigens ziemlich cool ist. Ja, die habe ich angefangen, aber irgendwie mal. Ah, auch die habe ich eigentlich noch. Mal. Okay. Und Jeffrey Wright. Also Dr. Rutledge. Ich hatte einfach echt mit dem Ice-T von Max Lecker. Ah, wirklich? Das ist aber, wenn du Ice-T auf Wish bestellst. Ice Cube. Ja, ist egal. Ja. Also wenn du auf Wish bestellst, sieht das so aus. Ja, genau. Da ist mir so auf den Sack gegangen in dem Film. Oh ja. Unerträglich. Ja, ja. Und die angeklebten Haare. Jeder Film, den ich in schaue, immer das Gleiche. Ist das so?
ich habe das Gefühl, immer das Gleiche und immer das Gleiche. Ja, er kann nur das Maul bewegen, aber sonst hat er keine Mimik im Gesicht. Hm. Ja, das hat ein bisschen was. Und jetzt läuft er auch so gut wie in Tribute von Panem. Stimmt, ja, genau. In allen drei hat er mitgespielt. Da auch James Bond. Also was macht er dort mit? Er ist nicht in allen drei dabei, ab dem zweiten Teil. Ist er dabei, also, wo sie die ehemaligen Champions zusammenholen. Hat es ja der eine, der Technik-Freak ist. Und dann später auch bei der Rebellion dabei ist. Das ist auch. Catching Fire war es eins, oder? Nein, das ist zwei gewesen. Das ist so, okay, dann ja. Ja. Eben, es sind ja vier Filme gewesen und dann ab dem zweiten Teil ist er dabei gewesen. Ah, stimmt, ja, bei drei von vier. Drei von vier, ja. Das ist gerade letztens nie gelügt, dass ich bei drei. Ah, habe ich sogar im Kino gesehen. Chef hat er noch gespielt. Auch. Oh, also die mit dem Bad Motherfucker Samuel L. Jackson im Jahr. Und Ali und James Bond hat er auch gemacht. Ja, das war der neue Felix Leiter gewesen. Ja. Der sie CIA-Pendant zum James Bond. Genau, bei Royal und Quantum. Ja. Also man sieht, er hat einen ziemlichen Auftritt gehabt. Eigentlich in grossen Produktionen immer. Eigentlich ja, aber das ist eben das Problem, wenn einer nicht auffällt in grossen Produktionen. Aber ich mache einen Wett, er hat sicher auch in so kleinen Indie-Filmen ganz tolle Rollen gehabt. Meinst du? Ja, aber jetzt tolle Rollen gehabt hat. Da müssen wir mal nachschauen. Aber ganz ehrlich, nach diesem Film willst du ihn eigentlich nicht mehr sehen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Jedenfalls, ja, Source Code. Um was geht's? Es geht eigentlich ganz kurz erklärt. der ist Soldat. Und so die Regierung hat ein Programm, wo sie, ich sag's mal, Verbrechen kann aufdecken, die passiert sind. Also es gibt so einen Bombenanschlag und sie haben herausfinden, wer ist das, der Attentäter gesehen. Und das Bombenattentat ist schon gesehen und er als Soldat in diesem Programm wird eigentlich irgendwie so durch Quantenphysik zurückgetan ganz, also das Geschehen ist immer noch da, man kann das irgendwie abspielen lassen, über, wie gesagt, Quantenphysik. Über das Source Code. Warte, darf ich schon etwas ausprobieren? Natürlich. Weil es ja so ein bisschen suspensig ist, so mit Quantenphysik und. He? Ich gebe da schnell ein bisschen Hintergrundmusik, dass es ein bisschen besser wirkt. Um Sterne geflogen. Also, erzähl bitte. Ja, so Quantenphysik, es ist schon was, er geht nicht in Zukunft, in die Vergangenheit, aber sie können das nochmal rekonstruieren. Genau. Und gut, red einfach weiter, es geht nicht eineinhalb Minuten. Leck mal, das lag. Und er muss dort in einem Zug rein, also wo das Attentat abspielt, genau, muss er herausfinden, wer hat die Bombe explodieren lassen. Und ist der dort dabei? Wir werden es nie herausfinden. Ah doch, wir reden ja voll aus Spoiler. Ja, wir so nein, voll. Ja, easy. Du hast den Satz einfach schon immer sagen. Ja. Yeah. Ich bin der Mike Schieber, ich weiß nicht, was für Karten ich jetzt gerade sagen soll. Ich weiß nicht, ob da über Mike Schieber jetzt noch der Schwitz machen. Ist noch zu früh. Nein, das ist der andere, das ist JB Love, du meinst. Der Mike Schieber ist ja gestorben. Ja. Aber das ist nicht so früh, erst oder? Ja, vor einem halben Jahr. Hey, die Musik ist weg, reden wir nochmal. Okay, ja. Immer wechseln. Jedenfalls, er ist in einem Programm und er ist halt Top-Kandidat für das, weil nicht jeder kann dort dabei sein. Und er sollte noch herausfinden, wer hat die Bombe in einem Zug zum Explodieren lassen, weil es gibt noch, wie gesagt, es ist schon passiert und der Attentäter hat noch ein grösseres Attentat vor, man muss herausfinden, wer das ist. Und er muss dann eigentlich in dem, ich sage jetzt mal, in dieser Quantenphysik-Aufnahme herausfinden, wer ist es gesehen, damit man halt den Täter finden kann. Und das ist immer nur 8 Minuten, solange kann ich es in den Zug bringen, die das Ding rein. Und, könnte man meinen. Und was vielleicht noch relevant ist, dass er eigentlich nicht so gut als sich selber, sondern er geht eigentlich in den Körper von einem Menschen, der dort in einem Zug gehockt ist. Geht auch rein und da ist dann ein Mensch und kann dann eigentlich machen, was er will. Rumlaufen, Zeugs und Sachen machen und einfach, muss einfach herausfinden, wer das war. Ja. Genau. Genau. Das ist auch so die Geschichte.
Ja, das ist ja schon gesehen. Wir also, danken fürs Zuhören. Ja, wir trinken jetzt noch eins. Vielleicht gebt ihr noch Feedback über Instagram oder Facebook, wie noch die Musik aufs Hintergrund gefunden haben. Nö, ich denke es halt zuerst mal, ja. Ich habe noch ein paar Notizen und so, aber wir haben jetzt. Haben wir alle, ja. Wie hat der Film auf euch eingewirkt? Ja, fang du lieber besser an, Spike. Okay. Ja, ich hatte einen sehr spannenden Anfang gehabt. Die ganze Idee und so ist eigentlich erst ein bisschen doof geworden, je mehr sie erklärt worden ist. Jupp. Ja. Aber grundsätzlich hat das wirklich nicht schlecht angefangen. Mir hat sie die ganze Zeit ein bisschen an ein Videospiel erinnert. So, du hast ein Videospiel, du hast ein Ziel, das musst du schaffen. Du hast es nicht geschafft, du stirbst, du fängst schon mal von vorne an. Ja. Und etwa so das ist jetzt hier mit ihm, mit dem Pilot, also er war Pilot gewesen, mit dem Coulter ist das passiert. Da ein bisschen zwischenmenschlich und alles. Und schlussendlich, am Anfang weiß er noch gar nicht, wo er ist. Er weiß gar nicht, was da passiert. Am ersten Mal wird er auf dort reingeschmissen. Und er hat keine Ahnung, wo er überhaupt ist und was er überhaupt machen soll. Mhm. Und darum, du als Zuschauer schaust du auch einfach zu. Du siehst einfach einen verwirrten Mensch. Und so, ja, was ist jetzt so los? Und dann wird das noch erklärt. Ja. Und dann kommst du auch immer mehr dahinter. Bei ihm wird es immer chaotischer, weil er immer stärker fokussiert. Ich muss die Bombe finden. Und alles andere ist scheißegal. Du musst schnell das Handy wegnehmen, musst schnell die Tasche durchwühlen. Alles scheißegal. Du hast noch 8 Minuten Zeit. Anstand, das kannst du machen, wenn du länger Zeit hast. Ja. Eben das Grundthema. Interessant, eben wenn man das noch so mit dem Videospielmässigen anschaut, das ist eine Aufgabe zu erfüllen. Hast du Dark Souls gespielt? Nein. Okay. Dark Souls? Ja, es ist so eine Game-Reihe, wo, ich sage jetzt mal, ich glaube, die meiste verhasste Game-Reihe ist, die aber geliebt wird, weil die so abartig schwer ist. Ja, ich habe mal ein Video dazu gesehen. Ja. Also, du fährst immer von vorne an. Wenn du stirbst, fährst du von vorne an. Eh nicht. Ja, du kannst nicht speichern dazwischen. Also nicht so, dass du ganz, ganz vorne anfährst, aber das ist halt so eine Art Instanz. Es ist immer recht lang. Und dann verlierst du irgendwas, was du gesammelt hast, verlierst. Und wenn du auf dem Weg bist, das wieder zurückzuholen und stirbst, dann ist es weg. Und es ist aber so ist es halt im richtigen Leben. Ja, aber das genau, aber die Serie ist, ist wirklich bekannt, weil sie einfach so halt schwer zum Spielen ist. Ja. Aber, okay. Nein, ah, da würde ich mich aufregen. Absolut. Nein, und eben, die Grundidee, was er da macht, wie er es da macht, das habe ich jetzt interessant gefunden. Das ist auch spannend gewesen. Das hat auch so zum Teil sogar lustige Teil geführt. Eben, durchsucht er einem das Gepäck oder durch das, dass er die Leute schon kennt und sie auch wieder macht. Hat er dann auch relativ coole Sprüche auf Lager, um die einfach mal ruhig zu stellen. Ja, das war noch cool gewesen. Den Rest hinten dran, muss ich sagen, habe ich wirklich ziemlich schwach gefunden. Also der ganze Regierungsteil, wieso, dass sie ihn dort reinsetzt, einfach weil seine DNA am kompatibelsten war mit dem. Sie Hirn oder auf das übrig geblieben ist. Und ja. Ja, das sehen wir am Schluss dann, wo einfach da. Ich meine, eben, nochmal, Spoiler. Wir reden über alles. wo da sein Körper einfach dort liegt, oder? Also der vom Jack. Das ist der Torso, der noch übrig ist. Das Aktive, wo am Hirn aktiv ist, das ist kompatibel. Und das ist gut gemacht gewesen. Ja, also da hast du auch. Ich habe es für mich so interpretiert, sie machen ja die ganze Zeit immer Druck, ja. Wir können es nicht mehr ewig probieren. Ich habe das jetzt so interpretiert, dass sein Körper das nicht mehr lange mitmacht. Nein. Also, ich habe gesagt, dass ja der Attentäter hat am gleichen Tag, oder ich weiß nicht genau, hat er gesagt, er macht einen zweiten Anschlag in der Stadt mit einer schmutzigen Bombe. Keine Atombombe, eine schmutzige Bombe. Und dann einfach der Zeitdruck, dass sie mein Wissen, wer jetzt der Täter ist, weil sie wissen nicht, wenn die gesprengt wird und sie müssen jetzt einfach den Täter haben und eigentlich. Kernziel ist jetzt, find den Täter und nicht irgendwie schauen, was möchtest du machen, deiner Familie Bescheid geben, wo du bist oder so. Mhm. Also emotional weg, sondern wir haben einen Job, dass ich das machen will,
so ein Stab, ich weiß nicht, was ist für eine Stadt? Boston. Boston. Nein, Chicago ist es gerade. Das könnte sein. Ja. Ja, mit halt. Ja, ein paar Chicago. Ja. Und das ist auch der Druck, den sie da gemacht haben. Ja, gut, aber eben, dann hast du aber wieder das, dass er ja zurückgeht und sie. Ja. Vermeintlich ist es eine Simulation. Man tut jetzt noch das Quantenphysikalische mit reinpacken. Und dann kann aber plötzlich die Gegenwart beeinflussen. Also eigentlich Zeitreise machen, weil er kann ja dann der, der ihn beaufsichtigt, dann eine Nachricht schicken. Mhm. Okay, das ist dann wieder, das ist dann wieder ganz schwierig. Genau, das habe ich auch gemerkt. Also, das ist eigentlich meine große Kritik an dem Ganzen. Mhm. Er sagt, du gehst nicht zurück in die Zeit, sondern es ist. Ein Geschehen ist, das irgendwie in der Quantenphysik noch vorhanden ist. Du kannst das wie abspielen. Mhm. Du kannst aber nicht verändern. Du gehst nicht zurück in die Zeit. Du kannst es nicht verändern. Du kannst nur das anschauen, was passiert ist. Ja. Und es hat keinen Einfluss. Und dann ist noch der Satz von wegen Paralleluniversum. Ja, das macht es nicht einfach. Und eben, und kriegt ein Telefon in den Finger und ruft seinem Vater an. Schlussendlich, mir klar, dann kannst du sagen, okay, Paralleluniversum. Dann kannst du Zeugs und Sachen machen, weil das ist schon ungefähr das Gleiche, bis vielleicht 0,01% Abstand. Aber er hat dann doch irgendwie können SMS schreiben, wo schlussendlich dann eigentlich die Soldatin, die das Programm auch mitgeführt hat, bekommen hat. Und schlussendlich hat er dann auch können irgendwie in dieser Zeit bleiben, wo er noch war am Schluss, und dann eigentlich weiterleben. Ja. Also irgendwie ist es doch irgendwie. Eben, also ist riesen... die Unlogik zieht sich irgendwo beim Film schon sehr stark durch. Eben für mich, wenn ich es jetzt als Videospieler anschaue, dann macht das Ganze Sinn, dann habe ich auch Entertainment. Wenn ich es jetzt aber wirklich genau hinterfrage, dann habe ich recht Mühe damit, wie man auf die Idee kommt, so einen Film zu machen. Also er hat viel Widersprüche. Ja, eben. Also ich muss sagen, ihr habt viel weiter gedacht als ich. Du kommst jetzt einfach wieder mit, das war jetzt einfach Lausel-Petri. Ja, also Lausel-Petri ist schon ein beliebter Ausdruck bei mir, den will ich jetzt bewusst vermeiden. Aber sorry, nur schon allein, wo jetzt vorher der Hill den Inhalt erzählt hat, habe ich nach dem ersten Satz gedacht, ah, okay, kenne ich doch irgendwo her. Dem zweiten Satz, ah, kenne ich auch irgendwo her. Und im vierten Satz hat er gedacht, ja, aber jetzt verarscht du mich langsam, oder? Sorry, das ist, der Film ist für mich leider Gottes ein Flickwerk aus bekannten Filmen, wo es grundsätzlich den Teil von diesem Flickwerk einfach besser gemacht haben. Mhm. Da haben wir zum einen einmal sicher Minority Report. So, wir können da zurückgehen, wir können da die Leute, die Verbrechen quasi, bevor sie passieren, können wir sie regeln. So. Mhm. Dann haben wir da spassige Teile dran. Eben die lustigen Gags, die er macht mit diesen Leuten, weil er immer wieder am gleichen Ort zurückgeht. Haben wir auch schon lustiger gesehen mit Bill Murray in täglich grüßt das Murmeltier. Genau. So. Und der grösste Teil eigentlich vom Ganzen. Oh. Haben wir schon gesehen ein Militär, also ein Soldat, wo immer wieder stirbt und immer wieder zurückkommt, um nochmal eine Chance zu bekommen. Live, Die, Repeat. Wie hat er geheißen? Auch mit dem Tom Cruise. Nee, ich weiß nicht, ich kann gar nicht sagen, du bist ein Tom Cruise-Fan heute. Ich? Du hast den Film vorgeschlagen. Aber nein, merkt ihr etwas? Also für mich. Gut, oder im Tank liegen und eigentlich nicht mehr können laufen, aber dann sich in einer Rolle mega können austoben. Wo, bei einem anderen Film hat es blaue Leute rundherum gemacht. Ja, gut. Man muss ja sagen, so, dass so eine Geschichte mit. Du Tag wiederholt man? Sich, wo du immer wieder nachspielst. Das ist eigentlich sozusagen. So die Grundhandlung, die ist schon, ich weiß nicht genau, wenn du das erste Mal aufgekommen hast, aber das ist ja etwas in Science Fiction, wenn es um Zeitreisen geht. Ich kann es nicht mehr sehen, Hill. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja, gut, aber muss ja sagen, gerade bei Filmen, die eher schwache Storys haben, ist es ja oft so, dass irgendeiner mal die Idee hat, ich möchte gerne das und das zeigen, hat eine Kernidee und hat nur die. Und das unterscheidet einen guten Autor von einem nicht so guten Autor. Der
nicht so gute Autor, der hat die Kernidee und baut um die Kernidee noch den Rest auf, um das dann rechtfertigen. Mm. Und ein guter Autor würde sich aber einen Anfang suchen, ein Ende suchen und würde das so miteinander verbinden. Und ich habe das Gefühl, das ist dann bei diesem Film vermutlich eher in die erste Richtung gegangen, dass man sich dann auch die Inspiration aus anderen Filmen gesucht hat. Was nicht unbedingt... Die Inspiration ja, ist gut. Der hat 1:1 kopiert, Alter! Ich habe das jetzt mal kopiert. Nein, halt 2011. Nein, tatsächlich ist er wahrscheinlich früher noch gesehen. Aber interessant, wie es das gleiche Flickwerk aus anderen Filmen, die wir schon kennen. Ja, ja. Wie heisst er jetzt? Der Lift, I Repeat? Du hast den anderen von Tom Cruise. Ja! Ist nicht Day After oder so? Ich weiß, es wären jetzt ganz viele uns zuhören. Ich habe den ganz sicher nicht gesehen. Ich weiß. Das meinte ihr jetzt nicht ernst? Egal. Es gibt aber noch so viel mehr, was mich genervt hat. Darf ich mal ein bisschen... Du kannst Alex ist in Hass-Tirade. Jo. Also, es gibt also ein, zwei Szenen, da finde ich einfach die Musik unerträglich. Ja. Musik ist so richtig... Eigentlich so, wie man sie würde vorstellen im... Klassische... Ja, Dramatik, ich würde sagen, ja, so wie man so einen Robert Zemeckis oder Steven Spielberg-Film, aber das passt nicht. Edge of Tomorrow übrigens. Edge of Tomorrow, ja, aber eigentlich hätte das zuerst sollen Lift I Repeat heißen. Also. Aber dann haben Studio-Boss von, oh, das klingt negativ. Dann haben sie Edge of Tomorrow genannt, was ein viel tollerer Titel ist. Einmal mehr, großartig. Hollywood halt. Ja, so. Und vor allem, achtet euch, also für die, die und jeder, der uns jetzt zuhört, hat hoffentlich den Film gesehen. Also, ja, also mir ist eigentlich fast. Es gibt dann einmal so eine Auseinandersetzung, ganz am Anfang auf dem Zuggleis, und das erste, wo aus dem Zug aussteigt. Und dann kommt eine dramatische Musik, die passt so nicht rein. Also ich habe wirklich zuerst schon gemeint, ey, ich habe irgendwie falsch etwas eingestellt. Und ist so übersteuert, also wirklich Also so richtig theatralisch, was einfach nicht passt zu dem Film. Weißt du, es ist nicht ein theatralischer Film für mich. Ja. Denn, wo unser Superheld Riese, ich meine, er muss ja ein mega guter Soldat gewesen sein. Mein Mikrofon verabschiedet sich ständig. wenn er das erste Mal durch den vermeintlichen Bombenleger, der sich dann ausstellt, das ist er wirklich, wie er die Waffe auf ihn richtet. Ich habe kein Militär gemacht. Er ist Pilot gewesen. Ja. Als Pilot hast du nicht unbedingt jeden Tag die Waffen in der Hand. Entschuldigung. Ja. Aber wer hebt, also wählen, der auch nur einmal eine Ausbildung hat mit einer Waffe, hebt sie einhändig zitternd vor seinem Gegenüber. Das mit dem Zittern kommt auf den momentanen physischen Zustand davon. Okay. Wenn du dann überlegst, dass er im Körper von einem Lehrer steckt, kann man das so noch rechtfertigen? Aber ja, grundsätzlich ja. Nein. Also er hat ja auch gewusst, wie er die Waffe eigentlich findet, wie er die Türen aufbricht und alles. Er kann sie benutzen. Also, und weisst doch, wenn du eh schon eine zittrige Hand hast, dann nimmst du die zweite Hand auch beim Rückstoß. Und so. Genau. Das weiss sogar ich und ich habe keinen Schimmer. Ja. Und, gut, und dazu, außer super so. Und dazu kommt ja noch, dass er in der Lage ist, eigentlich das militärische Können, das er ja hätte müssen haben, so einzusetzen, dass er sich die ganzen Sachen mega schnell einprägt. Richtig. Er ist ja auch, er hat ja die ganze um ein Briefing gebeten in der Zwischenzeit. Szene und hat dann aber die Informationen auch wirklich schnell aufgenommen. Und das ist ja also etwas, wo du eben auch als Pilot hat das natürlich in seinen Einsatzbriefings auch mitbekommen, hat sich den ganzen Einsatz merken und dann dort noch nach dem Briefing auch arbeiten. Und das hat er ja gemacht. Und von dem her gebe ich dir schon recht, das mit der Waffe hätte er natürlich besser müssen können handeln. Mhm. Ich wirf jetzt nur ein, vielleicht ist es der Körper gewesen, der nicht mitgespielt hat. Das macht doch keinen Sinn. Sonst hätte es ja können sein, das macht doch schon Sinn. Nein, Moment. Aber wenn jetzt du sagst, der Körper nicht mitgespielt, Moment. Dann wäre es ja so, er ist ja im Körper vom, eben von dem Lehrer. Dann hätte es ja können sein, dass er will eigentlich im Zug nach links laufen, aber der Körper macht nicht mit und läuft nach rechts. Also das macht ja... Nein, ich meine, er steuert ja den Körper. Nein, ich meine, wenn körperlich praktisch keine Kraft rum ist. So. Ah, du meinst, aber Entschuldigung, es gibt keine im Militär würde so eine Waffe einhändig geben. Behaupte ich jetzt einfach mal stinkfrech.
Das ist ein kleiner no, Volvo gewesen, also, ja, das macht gleich keinen. Das siehst du nur im Film. Das ja, ist schon, also das wird, und das siehst du nur im Film meistens so Gangsters oder so schräger ja, 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 das ist schon so. Aber also, ich meine, nie jemand Militär würde Waffen jo, so aber heben. Ich meine, du kannst ja sagen, es läuft in Predator, wo der eine Ding ein riesen Dings, Maschinengewehr hat. Ja, du musst gut aufpassen, was du sagst. Und mit der linken Hand hat er Patronen, weil es ist ja wirklich pro Sekunde wahrscheinlich 30 Schüsse. Ja. Und da schießt dann halt der halbe Wald ab und du weißt genauso, schon allein, dass du überhaupt gerade stehen kannst mit einer Maschinengewehr beim Schießen ist unmöglich. Und dann hebt das noch mit einer Hand. Also Film und Waffe heben ist halt immer wirklich so eine. Es muss ja gut aussehen. Es muss gut aussehen oder so, aber funktional ist es immer. Ah, das sind mega Kästen in Predator. Nein, okay, gebe ich dir recht. Aber nein, es ist einfach. Ich finde, aber weißt du, Predator ist von Anfang an over the top angelegt. Over the top und dann kommen sie. Während sie merken, oh shit, es gibt doch noch einen grösseren Fisch als sie. So. Und das ist in diesem Film überhaupt nicht so. In diesem Film probiert sie eigentlich durchaus real zu sein, im mythischen Sinn. Und da hat er auch für mich versagt. Aber ich habe sonst noch andere Beispiele, wenn er das jetzt findet. Ja, hau rein. Ja, im mythischen Sinn schon. ich weiß nicht, also das ist ja so ein Fun-Hang. Aber im Van von diesem Attentat, da habt ihr gesehen, dass im Van an der Decke oben so die Leuchtsterne sind. Ja. Kennst du die Leuchtsterne, die du als Kind, also viele Kinder haben das gehabt, ich habe das nie gehabt, ich habe es immer ja, wahrscheinlich nicht toll gefunden oder nicht dürfen, ich weiß nicht. Aber ich bin so oft bei Kollegen oder Kolleginnen daheim gesehen und die haben so Leuchtsterne rumkleben gehabt. Weißt du, was ich so über einen Tag schön mit Sonne und eins war ein Mündchen gesehen. So eine Halle. Ja, genau. Und er hat das auch in seinem Van. Ja, okay, ja. Ja, ja, das macht null Sinn. Also macht überhaupt keinen Sinn. Vor allem, wenn du ja ein Bombenauto baust und dann sollte das ja auch möglichst unauffällig sein und dann kannst du irgendeine Lichtquelle da drinnen nicht steuern. Ah, stimmt. Das habe ich gar nicht gedacht. Das habe ich eigentlich das Beste gefunden vom Film. Aha, ja, aber... Und, nein, schon ja, nicht. Nein, aber eben, da hast du eine Lichtquelle, die du nicht kannst steuern in einem Auto, das unauffällig sein sollte. Das geht stimmt. Gar nicht. Das stimmt, das ist eigentlich wenn man das so dumm. Überlegt. Ja. Fuck, und das habe ich gar nicht gedacht. Ich meine, es ist ja im... Soll ich das erwähnen? Es ist in der Kabine. Weil ich es einfach lustig gefunden habe. Ja, du hast es lustig gefunden. Auch, darum ist ein Trottel. Gut, ich meine, du musst sagen, du siehst ja Kabine hinten nicht, weil das ist eine Abschrankung vorne zum. Ah, das stimmt. Und ich weiß nicht, ob die Sterne vielleicht was. Ich meine, es ist ja Patriot gewesen. Das ist auch die Kiste, wo das Plutonium, was es drinnen ist. Ja, okay. Das ist ja amerikanische Flaggen. Ja, ja gut, und so. Dann hat er aber auch einfach können stinknormale weiße Sterne ankleben, die dann nicht geleuchtet haben. Vielleicht hat er das halt auch irgendwo, weißt du, bis zum ominöse Verkäufer gekauft. Ja, hat zwar schon eine ziemliche Einrichtung drin gehabt, für also, die Bomben ja, absolut, gebaut. Und darum wäre es auch möglich gewesen, dass gut, der Stern wegnimmt. Es hat auch Neuwagen-Nüsse gesehen. Es ist, glaub, sehr, ja. Ja, der Duft ist da gewesen. Es gibt etwas, aber das würde ich jetzt gar nicht in diesem Film negativ auslegen, sondern das ist etwas, was mir einfach hier im Film wieder aufgefallen ist und wo man einfach grundsätzlich tierisch auf den Keks geht. Und zwar Leute, wo mit sich selber reden in der Öffentlichkeit. So. Wo er eben mit dieser Tante, er ist ja im Körper von einem anderen und anscheinend ist der andere in diesem Zug mit der Michelle Monaghan und wie sie heisst. Ja. Und eigentlich ist da knistert und bla bla. Und irgendwie beim letzten Einsatz von ihm sagt er quasi so, hey, nachher steigen wir aus und gehen einen Kaffee trinken, weil du und ich, das ist mehr und bla bla bla. Ja. Er läuft davon. Und sie hockt im Zug und sagt, I knew he was a keeper. So, klar, das ist halt, es ist ein Film und alles, aber hast du das schon mal gemacht? Bist du schon mal im Zug oder im Kaffee? Und das passiert in 100 Millionen, fast jedem Film, dass jemand weggeht und dann haust du noch eine Punchline raus, in Actionfilmen ja auch sehr beliebt, obwohl gar niemand rum ist, was hört. Da denkst doch du das eher. Weißt du, was ich meine? Ganz ehrlich, ey, wie oft hast du das schon gehabt? So, du hockst mit jemandem im Zug. Ich nehme jetzt einfach mal, ich erfinde jetzt ein Beispiel. Du hockst mit jemandem im Zug, ihr wollt an ein Konzert gehen, es ist vielleicht die Schwarm oder so, kann ja sein. Ja. So. Und dann sagt die Schwarm, oh, ich gehe schnell aufs Häuschen, ich komme gerade wieder. Aber dann reden wir genau dort weiter, wo wir jetzt gerade aufgehört haben, weil das ist mega spannend. Lauf davon und du hockst dort im Zug und sagst vor die Ahnen laut, damit es auch ja alle hören, oder? Ah, sie hat halt schon einen geilen Arsch. Oder,
ich hoffe, heute wird das noch etwas und ich knall sie. Oder, oh. Ja gut, das sind jetzt genau so Beispiele, wo man eben nicht laut sagt. Okay, also, dann machen wir genau das Beispiel, was sie hat. Das Beispiel, was sie hat. Ich habe wirklich gewusst, das ist eine für eine längerfristige Beziehung. Ja, das sagt kein Mensch. Das sagt kein Mensch! Nein, und das ist wieder so ein Beispiel, das geht mir so auf den Keks. Also, es kann doch mal so ein Boah oder irgend so was in die Richtung ausgehen. So wirklich, wo du dir selber auch Luft machst, so, oder so. Shit, ist die cool. Ja. Also, gibt's alles. Das gibt's. Aber, aber nicht so lange, aussagekräftige Sätze. Nicht in so einem Film. Ja, also ich nehme jetzt hier als Beispiel «Stirb langsam», der erste, wo er da in der Lüftungsanlage ist, das Zipper anmacht. Jo. Und irgendwie sagt so, it's always sunny, I come to California, it's always sunny in California, you know, the place where the sun never always shines, irgendwie so etwas. Klar redet er mit sich selber dort, aber das ist in einem anderen Kontext, es ist in einer durchaus übertreibten Action, im Actionfilm. Also er macht es ja dort, wo der Flieger wegfliegt. 100 Mal. Es gibt 100 so Beispiele genau, zu Actionfilmen. Gut, dort aber kann ich es noch sein, so, weil er sich vor der eigenen Klaustrophobie will ablenken. Das ist so eine beliebte Technik, die man anmacht. Ja, okay. Gut, okay. Fair enough. Ja, voilà, sagst du sogar, das ist nachvollziehbar, als dass du im offenen Zug sagst, ich habe immer gewusst, das ist einer, wo man dranbleiben muss. Das machst du doch nicht! Nein, das ist schon so. Ich meine, das ist doch bei vielen Filmen, ich weiß nicht, fällt es einfach nicht so auf, aber dass auf eine Person allein etwas sein darf, weißt du, das wieder. Das ist extrem häufig ein Film, aber das ist so mir wirklich amüsant, wenn es um Keks geht. Aber da muss man natürlich auch wieder sagen, da haben wir das Medium Film. Das Medium Film ist nicht reales Leben. Im Medium. Was? Haben die wunderbare Jahre gesehen? Ja, natürlich. Das muss man so überbringen, dass einfach der Kopf mit der Erzählerstimme. Genau. Ja. Auf das wollte ich gerade sprechen kommen, das wäre das andere. Weil das ist ja das Medium Film, kann dir keine Gedanken vermitteln. Das hast du im echten Leben, machst du dir deine Gedanken. Und das ist natürlich dann wieder das. Das ist so wie das Medium Theater. Im Medium Theater musst du schauen, dass auch der ganz hinten, links in der letzten Reihe, checkt, was du da für eine Gestik hast. Darum die übertriebene Mimik, Gestik, da, die Hände 3 Meter über den Kopf werfen. Und das haben wir natürlich im Medium Film auch. Und darum, Gedanken kann man nicht ausdrucken. Gedanken muss man entweder aussprechen oder eben mit einer Erzählerstimme. Oder oben steht so ein Untertitel, sie denkt. Ja, es geht auch. Da, nein, geht auch. Aber es kommt auf jeden Fall ganz darauf an, wie du den Film anlegst. Es gibt Filme, die erklären zu viel und lassen dich selber nicht denken. Und dann passiert genau das. Und das ist schon allgemein für mich ein grosser Kritikpunkt an dem Film, dass er zu viel erklärt. Ja, es gibt wieder andere Filme, die zeigen viel, erklären aber viel zu wenig. Ich meine, das Parfüm, das ist für mich das grösste Beispiel. Ich habe das Buch vom Süßkind gelesen, das mega geil ist, weil es mega genau beschrieben ist, wie die verschiedenen Düfte sind. Das ist Wahnsinn gewesen. Du hast das Buch gelesen und du hast die Düfte wirklich im Kopf gehabt. Und dann hast du den Film und es wird einfach gezeigt. Du hast eine Erzählerstimme und die Erzählerstimme tut aber nicht jeden Duft erklären. Klar. Und dann, wenn du das nur visuell siehst, dann verstehst du das nicht. Das ist dort, das ist für mich das Paradebeispiel, wo die Erzählerstimme viel, viel genauer hättest müssen einsetzen. Ja. Okay. Ja, voilà, eben, aber das meine ich, oder? Und das ist einfach, das ist... Ja, oder heutzutage, was auch eine Variante gesehen wäre, vielleicht hat sie ja auf ihrem Tablet ein Tagebuch und sie macht den Eintrag im Tagebuch, hey, so voilà. Mit dem Satz, so weit wären wir eigentlich, das wäre jetzt wieder das Innovative. Aber das ist richtig und das ist allgemein, also ich will eigentlich mit dem nur darauf schließen und auch will ich auch zum Film Schluss kommen, dann habe ich meinen Teil eigentlich... Ich finde, der Film tut viel zu viel erklären. Und er tut eigentlich der Zuschauer, tut er eigentlich, bös gesagt, als ziemlich dämlich darstellen, weil du kannst dir so quasi, keine Sorge, du musst doch keine Zusammenhänge bilden oder so. In irgendeiner Form, wir erklären es ja schon. Und dort, wo noch das erste Mal abgeschaltet wird, da habe ich gedacht, oh, aber wenigstens das Schluss ist geil. Und dann war das gar nicht der Schluss gewesen. Es ist dann nochmal irgendwie 20 Minuten weitergegangen. Also meinst du mit dem Kampf, wo es genau, ab- genau. Und dann geht es einfach noch irgendwie über 20 Minuten lang hin und her. Und oh,
«Tu mich doch noch mal rein, und mach das noch und sell.» Und dann hat sie noch ihren Konflikt, oder? Mit dem Typ, den wir alle nicht kennen oder wissen, wo haben wir ihn kennen, Ice aber nicht Cube. Mögen. Genau, ja. mit dem Wish Ice Cube. Und das ist wirklich dort, also bis da habe ich gefunden, okay, gut, alles schon gesehen und halt so eine Mischmasch, aber unterhaltsam, cool. Aber das ist mir wirklich, die letzten 20 Minuten haben mich richtig genervt. Ich glaube, bei 20 Minuten hast du gemerkt, dass die ganze, also die, wenn er zugegangen ist, eben in der Source Code, dass keine Szene, also die ganze Geschichte dann immer, wenn er zugegangen ist, keine Folge von dem ist länger als 8 Minuten gegangen. Ich glaube, die längste ist 7,5 Minuten gegangen. Wow. Okay, also toll. Nein, also da gebe ich auch mal meinen Applaus. Nichtsdestotrotz geht der Stunde irgendwie, der Film 2 Stunden. Oder? Ja. Warte, ich habe Applaus. Aber wie lange geht er? Nein, der geht nur eine Stunde 33. 90 Minuten. Ja, also. 1,33. Ja, ich bin gleich zweimal eingeschlafen. Der Rest ist, ich kann es jetzt wirklich Zeit ehrlich sagen. Nein, ich bin wirklich eingeschlafen. Ich kann ja müssen noch mal schauen. Ah ja. Yeah. An einem gewissen Punkt, weil ich eingepennt bin. Okay. Und ich war topfit. Und es war nicht Sport. Aber ich bin wirklich anfangen zu schauen. Und so, ha, Kenny. Ja, Kenny. Und weg bin ich. Es war wirklich so. Kennst du Stopptaste? Aber die verwünsche ich nicht im Schlaf. Ah, ja, gut. Außer ich käme mit dem Kopf irgendwie drauf. Aber ich. Nein, falsch verstehe. Also. Der Film, große Tiefe hat er wirklich nicht. Und, ja, es wird einem aber fast vorgegaukelt, dass die Tiefe da wäre. Ja. Das finde ich auch, ist eine von der so. Grossen negativen Punkte von diesem Film. Sie versuchen dir Erklärungen zu liefern, wo sie es lieber ausgelassen hätten. Ja. Also, eben, was du sagst, das. Alex, eben, sie erklären zu viel. Eben, jetzt einfach ihn immer wieder dort rein, vielleicht nicht einmal der Regierungsbehörde ein Gesicht geben, vielleicht einfach nur eine kryptische Stimme außerhalb von dieser Maschine. Und du musst das und das und das und das machen. Mhm. Ja, aber wieso? Mach einfach, sonst sind wir alle am Arsch. Ja. Wäre vielleicht spannender gewesen. Und das Ganze mit der Zeitreise, mit Quanten. Physikalische und so weiter. Niemand will das erklären. Das geht nicht auf. Also ich und vor allem eben, genau, wenn du also sobald. Was du erklärt ist vor allem auch so. Eben, also sobald du es erklärst, bist du auch anfällig für die Leute, die sagen: ja. Moment, aber doch. Ich habe Physik aufgepasst oder ich habe das studiert, das stimmt doch nicht und das geht ja, nicht. Ja, das kann ja. Darum lass es gerade. Nein, das kann ja nicht funktionieren. Darum sucht er im schlimmsten Fall irgendwas aus. Wir haben eine Maschine gebaut, die das jetzt einfach macht. Ja, erkläre ich mehr. Wäre vermutlich wirklich gescheiter gewesen. Ja. Es müssen wir in der Runde fragen, so, ich höre da gewisse Kritik raus. Aber. Du hast gute Ohren. Ich schaue jetzt genau, es ist kein 5,7, sondern 7,5 auf IMDb, wo jetzt ja nicht. Auch ein 5,7 kann gut sein. Aber hat 7,5 ist ja schlecht. Mhm. Der Film hat 32 Millionen Budget gehabt und hat 147 eingespielt. Ah, wirklich? Weltweit. Ich habe das noch nie gehört vorher. Ich auch nicht. Also, ich hab zu dieser Zeit habe ich ja sogar im Kino gearbeitet. Das ist immer gelaufen. Eben, also irgendwie, ich weiß nicht, ob das halt crazy. So schlecht nicht kann sein. Ja, möchte ich jetzt einfach mal behaupten, 2011 ist ein Jake Gyllenhaal schon sehr gross gewesen. Ah, du meinst, es ist so ein toter Winkel gewesen? Ich schiebe es jetzt auf den Hauptcharakter. Dass ein Haufen der Film sind schauen oder sich den Film vielleicht gekauft haben, wegen dem Hauptcharakter. Muss ich jetzt auch sagen, weil ich habe das erstmal im Free TV gesehen. Ich weiss nicht, wenn das gesehen ist. Also wenn er 2011 rausgekommen ist, ich weiss nicht, ob er im Kino gekommen ist überhaupt oder in Europa direkt ins Ding. Ich hatte den eingeschaltet und habe ihn dann gesehen und gefunden, dass so, ah Mann, ich kenne ihn, ich glaube, der Film kann nicht schlecht sein. Und hat nicht geglückt. Ja, oder? Siehst du, mein Werbekonzept hat funktioniert. Ich kann es sogar nachvollziehen, weil das ist so der Schauspieler, den ich ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, okay. Wir kennen, aber. Ja, aber irgendwie nicht so. Und dann ist mir einmal aufgefallen, so, Alter, der spielt in so viele Filme mit, die ich liebe. Wirklich liebe.
Also, Donnie Darko liebe ich jetzt nicht unbedingt, aber ich finde ihn auch sehr geil. Ja, ich finde ihn schon cool, aber ich finde, er ist überbewertet, das Kultfilm. Aber das ist ein anderes Thema in einem anderen Podcast. Ah, da reden wir aber mal noch drüber. Also, ist gut. Aber, eben, Prisoners finde ich grossartig. Mhm. Night Stalker ist so, du hast meinen Kopf fast explodiert. Mhm. Und ich habe noch einen anderen Film gesehen und denke, wow. Er ist nicht ganz am gleichen Level bei mir wie Ryan Gosling, wo ich eigentlich sage, ja. Wieso finde ich den eigentlich gut? Ah, ja, weil er einfach in allen guten Filmen immer mitspielt. Eben, sein Agent ist einfach gut. Richtig, aber ich glaube, die haben den gleichen Agent. Also, irgendwie, muss man schon sein. Ja, der gleiche Schnitt. Brokeback Mountain hat er gesehen. Nein. Ja. Ich habe nie geglückt. Aber ich meine, dort hat er ja wirklich auch eine Rolle gehabt, wo du kannst sagen, dort hast du nicht übersehen können. Ich weiß nicht, ist er hinter oder vorne gestanden? Vom also komm jetzt. Nein, also wirklich, hey Jungs, Brokeback Mountain, also ganz ehrlich, der Film hat natürlich schon auch sehr viel von dem, also der mediale Hype, oder? Von wegen einer schwule Beziehung, oder? In einem Film. Sieht das man, bin ich gar nicht drauf gegangen. Ich hab... Ja, nein. kommt gar nicht so oft vor, kommt nicht so häufig vor in so Hollywood-Filmen vor allem. Ja, oder? Vor allem noch zu dieser Zeit. Ja. Das ist ja. Und das ist halt der grosse Skandal damals. Aber ja. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Ein Skandal ist ja wegen dem ist ja eigentlich auch von der Thematik. Weil ja, Beziehung zwischen zwei Männern geht, wo. Im Wilden Westen, so oder? Genau, im Wilden Westen ist halt so die männlichste Zeit überhaupt, ja. Oder? Sehr geil. Ja. Und so, da gehst du nur ins Bordell und überhaupt, und Frau ist es ja. Auch nicht. Und, ja, nein, und von dem lebt er ja. Also von dem ist er medial, so ich glaube. Aber er ist wirklich schön. Ist ein toller Film. Mhm. Also kann ich wirklich, wirklich empfehlen, Jungs, okay. Dass ihr euch mal reinzieht. Ja, ich möchte mir keine Meinung. Anmassen, solange ich den Film nicht gesehen habe. Oh, fair, fair. Also, enough, ja. Ich habe jetzt nie die Gelegenheit gehabt, den Moment, wo irgendwo nicht mehr streamen oder irgend so, wo ich gefunden habe, jetzt habe ich gerade Bock. Aber das ist ein guter Punkt. Ich meine, das ist ja Oscar-Gewinner und mehrfach. Es kann sein, dass er mal auf Netflix war. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwo gesagt, dann hat die Situation gerade nicht gestimmt. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ich muss es sagen, schon wieder. Für die Zuhörer, wir haben wir ja auch immer wieder mal uns selber kritisieren. Und etwas ist uns aufgefallen, wir sagen ich sehr oft, zweimal ich schon muss gesagt. Sagen. Und darum geht es so jedes Mal. Aber erzähl weiter. Also für mich persönlich, wenn ich so einen Film anschaue, also beziehungsweise ein Film für mich, wenn ich sehe, das ist irgendeine Liebesschnulze und es geht hauptsächlich jetzt um eine Beziehung, dann ist der für mich eigentlich schon gestorben. Ah, wirklich? Wirklich? Ich hasse einfach so, so ein Liebesfilm, so. Nee. Okay. Und irgendwie, ich habe Titan nicht geschaut und ich wollte wissen, ja, jetzt, ich habe bis am Schluss gehofft, dass das Schiff schafft es. Aber Titanic hat ja wenigstens ein Happy End. Ja, man sieht halt dann noch so, ja, ein bisschen Erotik. Ja. Aber generell ein Film, wo es einfach um. Also wichtig Romanze, ist ein Happy End. Ja. Nein, ein Romanzenfilm ist einfach für mich so. Aber es ist kein Romanzenfilm. Würde ich jetzt so nicht sagen. Nein. Ja, schlussendlich ist kein Film, wo es um eine Romanze geht, ein Romanzenfilm. Doch, natürlich. Es ist alles ein Drama. Nein. Come on, doch. Es ist immer mehr dabei, weil einfach der Romanze selber möchte ich keinen anschauen. Nein. Darum braucht man bei Titanic auch ein Schiff, das untergeht. Darum schaust du auch Film. Ja, nicht wegen der Beziehung. Ja, das ist dann... Das war auch der Moment, wo ich wieder aufgewacht bin im Kino, wo es endlich untergegangen ist. Wo es kalt geworden ist. Ja. Nein, ich weiss auch. Küchlein 1, Balkon, habe ich da geschaut. Und irgendwann sind meine Augen zugefallen und dann hat jemand geschrieben, Glasse. Das war schon die Zeit, wo Glasseverkäufe reingekommen sind. Ich so, das ist eine gute Idee. Gib mir das grösste Glas, wo wir die nächsten 8 Stunden oder so wie lange. Eisberg, weil wir ein Eisberg. so schlimm. So, jo, Source Code. Ich würde sagen, es wird langsam Zeit, dass wir unsere Bewertungen abgeben, oder? Ja, außer es ist noch irgendwie. Ja, wenn wir schon so abschweifen, dann haben wir. Der Film ist. Was musst du? 2 Monate lang haben sie an dem gedreht. Ich glaube, vom 1. März bis zum 29. April. Mhm. Und Darstellerin, die Dings spielt, die Soldatin. Vera? Ja, die ist schwanger gewesen und hat nur 10 Tage mitgetragen an dem Film. Das erklärt auch, dass sie immer an dem Tisch hockt. Man sieht sie nie.
Gut, wo sie in den Raum rennt und dann... Ah, zwar doch, ja. Kurz. Also vielleicht ist sie nicht hochschwanger gesehen. Also vielleicht hat sie gerade an dem Tag gesehen, so, aber Moment, ich bin Bango. Weißt du, wenn du schwanger siehst. Und ich kann noch 10 Tage. Ich weiß nicht. Also sie ist in dem Sinne nicht schwanger gesehen. Aber er hat es auch kein Einfluss auf den Film. Also es ist, hey, ein guter Fun-Fact. Ja. Schwanger gesehen. Jack Gyllenhaal hat in der Zeit, wo er aufgenommen hat, hat das erste Mal Schuhe selber gebunden. So, wieder ein Fun-Fact. Ja. Man kann es leider nicht nachbringen. Vielleicht hat er sich zu der Zeit gerade von der Taylor Swift trennt. Man weiß es nicht. Ist er mit der Taylor Swift zusammen? Ja gut, mit Er ist böse mit der. Ah, wirklich? Ja, ja. Verprügelt? Nein, schlimmer, ein Jungfrau. Wieso rede ich über so ein Zeugs mit euch jetzt da? Wer sagt das? Das ist so. Und dann hat es das ist so, aber schon mich gesehen. Hast du Insights? Das ist bekannt im Fall. Sie hat sich ja immer aufsparen sollen, Britney Spears. Taylor Swift. Taylor Swift, jo. Die ihre Bauchnabel nicht zeigen. Ja. One Night in Swift oder was? Ja, so, ja. Also das ganz ehrlich, ich meine, bei den ganzen Geschichten aus Bier, war immer. Aber Leute so die Bekannten aus Amerika, wenn die schnurren so, ich halte mich auf für die erste. Ja, das ist bei ihr eben auch so gewesen. Das stimmt doch nicht. Ja, also ich kann das nicht glauben. Also das, was bekannt ist, ist einfach, sie hat sich wollen aufsparen für die Eden, ist der Jake Gyllenhaal gekommen, dann hat sie das Ganze über Bord geworfen, der andere hat sie nachher gerade abserviert. Und sie hat dann auch 1000 Songs darüber geschrieben. Ah, doch, stimmt. Ja, das, ja. Sie hat ja über jeden Ex-Freund einen Song. Ja, vor allem über ihn. Und das ist Jack. Ja, das ist der. What? Ja, das habe ich nicht gewusst. Der Donnie Darko meets Taylor. Und das heisst, dass Frauen sparen euch nicht auf, sondern leben ihre Leben. Okay, schlechtes Thema. Ganz schlechtes Thema. Macht einfach mal so Wand, wenn ihr das Gefühl habt, es ist richtig und ihr. Und so, ja. Der Prinz kann ein Frosch sein, nicht der Frosch muss ein Prinz sein, oder wie? Ja, du wirst die indische Weise sagen, bleib Detroit, Baby. Okay, ich glaube, wir wirklich langsam. Ich habe gesagt, das ist eine schlechte Idee, da weiter zu reden. Nein, macht was ihr wollt, Zimmer, Herrgott. Voll aber verhütet. Oh ja, bitte, macht uns einen Gefallen. Schaut vor Idiocracy. Schaut vor Idiocracy. Ihr merkt dann, wieso. Okay, jetzt atmet es wirklich. Ja, nein, gut. So, also Source Code. Wir kommen zum Urteil von diesem Film. Dankeschön nochmal für die Hausaufgabe, weil ehrlich gesagt, ich habe mich wirklich darauf gefreut. Weil ich habe ihn nicht kennt und ich bin wirklich erstaunt. Ab allen, ich meine, tolle Schauspieler, eigentlich. Ein Regisseur, toller Sohn. Ja. Heißt noch nicht viel. Gute Bewertung auf IMDb. Ja, meine leider nicht, weil für mich ist es einfach ein Flickweg, ein Flickteppich aus bekannten Filmen, die man schon kennt. Und ich einfach grundsätzlich, und das kannst du ja nicht dafür, oder der Film auch nicht, ich einfach grundsätzlich eine Abneigung habe gegen so täglich grüßte das Murmeltier-Film. Außer mit dem Bill Murray. Auch der geht mir auf den Keks irgendwann. Aber der soll mir auf den Keks gehen. Ja, aber nein, ich hasse Filme, die sich immer wieder wiederholen. Ja. Es ist der gleiche Tag, es ist der gleiche Ding, bis du stirbst. Ich finde das lausig, ich finde das langweilig. Und 99,9% von diesen Filmen, den 90% für ihre Zeit damit verbringen, dass du wie in einer Montage, so wie Rocky, wenn er trainiert oder so, so in einer Montage siehst, wenn er immer wieder den Tag oder die Aktion oder was er immer wiederholt und das langweilt mich einfach zu Tod. Zum Glück hat der Frodo nur einmal nach Mordor müssen. Stell dir mal vor, er hätte dreimal müssen gehen. Nein, ganz ehrlich, ich wäre selber nach Mordor und hätte ihn einmal reingehen, Ring reinschmeißen. Oh, Scheiße, ich habe die Kette daheim vergessen. Oh, Kette noch bringen. Ist die wichtig? Nö. Eigentlich nicht. Ich kann jetzt das einfach so. Du hast den Ring können vergessen, oder? Ich habe Bücher nicht gelesen. Darum. Okay, ich kann nicht. Ich auch nicht. Nein, das tue ich mir nicht an. Okay. Entschuldigung. Ui. Egal. Nicht. Für mich 2,5 Sterne. Absoluter Durchschnittsfilm. Und das ist eigentlich noch nett. Obwohl es ein, zwei Punkte gibt, wo wir gelangweilt haben. 2,5 Sterne. Okay. Aber ich finde einen schönen Dreit. Das muss man wirklich sagen. Ich finde den Schnitt richtig geil. Der Schnitt ist mir wirklich gut aufgefallen. Der hat wirklich ganz, ganz geile Momente gehabt. Sogar, weißt du, wenn ein Schnitt kann eine Szene besser machen, das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn es ein Witz ist, weißt du, ein Comedy-Moment, wo der Schnitt im richtigen Moment kommt. Oder auch ein Dramata. Aber eben, alle anderen Punkte leider nicht so toll. Spike? Ich bin jetzt gerade überrascht von dir.
Was? Weil, ich auch, ich dachte, ja, das ist schlechter. Weil von mir bekommt, der Film 2 Sterne. Jetzt bin ich aber überrascht. Ja, nein, von mir bekommt der Film 2 Sterne. Links und rechts. Nein, einfach wegen wirklich der grossen Lücke in der Story. Pluspunkte sind ganz klar, der ist wertig gemacht. Ja, eben, die Schnitte, die du angesprochen hast, gehören dazu. Auf jeden Fall, ich finde auch die schauspielerische Leistung nicht so schlecht. Also, Der Schauspieler kannst keine Schuld am Ergebnis vom Film geben. Aber eben, ich finde jetzt einfach zum einen auch die Wiederholungen, wie oft das reingeht, das hat nicht so oft müssen sein. Das hat jetzt in 3 Mal oder so hat das vermutlich gelangt. Ich habe es dann nicht mehr gesehen wie 3 Mal. Nein. Also, das vierte Mal ist er dann. Also, ich meine, die Hälfte habe ich eh verschlungen. Also gefühlt 5 oder 6 Mal. Gefühlt. Und eben die Story hat halt schon extreme Lücken. Darum, ja, von mir ein 2. Okay. Was gibst du dem eigentlich? Ich muss sagen, ich habe da, wie gesagt, sehr schon mal wieder vor. Schau wieder! Jetzt fällt es mir langsam. Also langsam wird, aber langsam wird es Mobbing, lieber Alex. Ich glaube, das ist einfach die harte Schule. Als ich das erste Mal geschaut habe und dann halt eben rückblickend so, hatte ich mir 3 gegeben. Ich habe natürlich noch mal Glück gehabt, bevor wir gefunden haben, nehmen wir das so auf. Und ich habe dann auch gemerkt, also, okay, es ist. Also, viele Szenen sind mit den. Ich hatte Angst im Kopf gehabt. Und ich muss auch wirklich schlussendlich sagen, für mich ist es eine 2,5 auch. Aber. Ich habe jetzt ab jetzt angefangen, es ist ein bisschen kritisch sein. Ich hätte mir vielleicht auch einen 3 gegeben, aber ich muss wirklich sagen, es ist eher 2,5. Es ist kein schlechter Film, aber es ist jetzt auch nicht gerade der beste Film. Und ich finde irgendwie so, mit einem 2,5, das ist jetzt auch nicht eine schlechte Bewertung. Nein, das ist durchschnittlich. Und durchschnittlich ist eigentlich nicht immer verkehrt. Genau. Also, das heisst schon, viele Grundparallelen sind dabei. Es ist gut gedreht, gute Schauspieler. Er ist durchaus unterhaltsam, wenn du wach bist. Story ist okay. Er geht nicht 3 Stunden, bin ich auch schon mega glücklich. Ich hasse nicht mehr anfangen, als die Filme so lang gehen. Ja. Jo, also. Genau. 2,5. Fair. Ja. Was sagt ihr? Ja? Ich meine, da, damit du, der jetzt gerade zuhörst, ist. Oder du, der neben dran steht und im Nase pupelt. Oder du, Mami. Wo du jetzt gerade schaust, was dein Töchterli oder dein Sohn gerade lost und was das echt für ein Scheißtag ist. Wir sind alle voll nett. Und ja, Mann. Wir haben wöchentlich die Hausaufgaben. Und es würde uns wundern, was ihr zum Film sagt. Ihr dürft gerne uns das auf verschiedenen sozialen Medien mitteilen oder auch auf unserer Homepage oder auf unsere E-Mail-Adresse info@sine-swiss.ch. Setzen und Hallo sagen. Voilà. Unbedingt. Okay. Nein, wir freuen uns mega über Feedback, über eure Meinungen. Oder auch, wer weiß, vielleicht bist du plötzlich in einer Folge bei uns dabei. Wir haben ein Studio, wir haben einen Platz frei, wir haben ein Mikrofon links von mir, das ist immer leer. Und wer weiß, vielleicht bist du plötzlich nebendran. Genau. Ja, vielleicht haben wir auch totalen Scheiß erzählt und du bist anderer Meinung. Hey. Hau uns das an den Kopf. Unbedingt. Absolut. Wir freuen uns auch über Negativpunkte, weil an denen können wir wachsen. Vor allem der Spike und der Hill, ich nicht. Ja, du bist vorher schon Sänger gewesen. Du hast schon alles aus der vordersten Reihe müssen anhören. Ja, das ist so. Ja. Der nächste Film als Hausaufgabe für die nächste Woche. Oh ja, da bist du ja dran. Da habe ich dürfen gehen. Und freut euch. Und zwar ist es auf der letzte gute Film von Tim Burton und vielleicht sogar Tim Burton? Besten. Ui. Ja. Was jetzt? Alice im Wunderland? Nein. Ja, Big Fish. Big aus Fish. 2003. Big Fish, Segelsätze und Lügen. Big Fish? Ja, definitiv. Ich bringe so Anspielungen. Er ist nicht einmal auf einem Boot. Nein. Aber ich bringe so Anspielungen. Ja, aber es wäre einfach. Ich bin ein Fan von uns. Ich bin ein bisschen. Alles klar. Hey, Dave. Genau. Wo ja, nautische Themen und dann auf Milagros. Ich glaube sogar, ich habe mit Dave schon geschaut. Schau an. Auf jeden Fall. Hi Dave, hi Patti. Ja, voll. Unterstützt auch Milagros, wenn wir mal schauen. Das ist ihr Boot. Ja. Und ansonsten schaut Big Fish, wenn ihr noch nicht gesehen habt, von Tim Burton aus dem 2013. Und wenn ihr ihn schon gesehen habt, schaut ihn nochmal
Und dann hören wir uns in einer Woche nochmal drüber und reden über diesen Film. Ganz genau. Tschö, dicke darum, oder? Darum, tschüssi! Tschüss!